Das ist kein Parkplatz, ne? Wie bitte? Das ist hier kein Parkplatz. Das ist kein Fahrstraße. Ich drehe gerade ein Video. Das ist aber auch völlig legal. Das ist trotzdem kein Parkplatz. Auf jeden Fall. Das Video können Sie drehen, wie Sie wollen. Aber nicht hier. Und wenn wir haben, wir schon auf Foto. Habt ihr das schon auf Foto? Ja, oh, bitte, könnt ihr das wieder löschen? Ihr haut aus euren Ländern ab. Bitte, nimm das mal auf. Nimm das mal auf. Also das ist ein weiterer rassistischer Vorfall, dass ich aus meinem Land abhaue. Ja, soll ich mal was sagen? Ich bin hier geboren, meine Eltern sind auch hier in Deutschland geboren. Ja, und von welchem Land reden Sie denn? Was habe ich denn mitgebracht? Welche Kultur denn? Welche Kultur? Welche Kultur? Achso, und ihr habt eine Kultur? Ja. Ja? Was ist die Kultur? Toilettenpapier einkaufen bis zum geht nicht mehr? Richtig, genau. Ich möchte mich gar nicht mehr aufregen. Ich möchte mich auch gar nicht auf so ein Niveau herablassen. Richtig? Laufen Sie mit den Hündchen einfach weiter. Ja, genau. Das können wir ins Internet stellen. Mit dem Taxi nicht fahren. Alles klar, machen Sie das mal bitte. So, Leute, ganz früh am Morgen hatten wir gleich so einen Vorfall wieder. So einfach aus dem Nichts, weil ich hier ein Video drehen wollte. Wie unverschämt bist du eigentlich, dass du dein Käffchen da auf mein Auto lässt? Apropos die Polizei. Es geht um Folgendes. Es war einer dieser Tage, wo wir einen Sturm hatten und da sind alle Bäume auf die Gleise gefallen und ist deutschlandweit die Bahn komplett zusammengebrochen und alle wollten irgendwie nur nach Hause kommen. Das war einer von den Abenden. Glaube ich, wann war das? 2018, meine ich, war das. Und das hatten wir, glaube ich, zweimal oder dreimal in dem Jahr. Das war das erste Mal. An dem Tag habe ich auch richtig krassen Umsatz gemacht. 800 Euro, glaube ich. Da bin ich auch irgendwie zweimal nach Bremen gefahren, einmal nach Osnabrück gefahren. Und dann war es ungefähr 3 Uhr nachts. Ich bin wieder zurück zum Bahnhof Harburg. Und da wollte ich die Kollegen fragen, ob da noch irgendetwas ist. Habe mich da neben einem Taxi hingestellt. Und die Taxen stehen hier auf der rechten Seite. Und ich stand dann links quasi auf der Straße. Das ist so eine kleine Bucht, wenn man zum Bahnhof bei uns reinfährt. So eine kleine Bucht. Habe mich hingestellt, habe die Leute gefragt, ey Jungs, läuft die Arbeit noch? Ist da noch was? Die meinten, nee, ist nicht. Und ihr müsst euch das so vorstellen, links an mir ist noch richtig viel Platz, dass alle vorbeifahren können. Machen ja auch alle Autos. Aber um 3 Uhr nachts fährt eh kein Auto vorbei. Dann stand ich dann sicht im Rückspiegel, dass die ganze Zeit ein Auto da steht und Fernlicht macht. Ich denke, was will das Auto von mir? Er kann doch einfach links an mir vorbeifahren. Er will nicht vorbei. Ich bin ausgestiegen, meinte, da ist doch noch Platz zum Vorbeifahren. Wo ist denn das Problem? Und dann sind dann die zwei Herrschaften ausgestiegen und sagen, ja, sie sind von der Polizei. Ich sag, okay, und nu? Er sagt, ja. Jetzt möchte ich mal Fahrzeugschein und Führerschein alles. Ich sage, gut. Also ja, fahren Sie mal zur Seite. Ich fahre zur Seite. Ich sage, aber aus welchem Grund möchten Sie jetzt einfach meine Personalien haben? Er sagt, ja, dass Sie da stehen, ist nicht erlaubt. Ich sage, gut, aber ich habe da jetzt nur kurz, wollte ich einen Kollegen was fragen. Es ist 3 Uhr nachts, wegen der Arbeit, ist gerade voll viel los gewesen. Was habe ich denn Böses verbrochen? Er sagt, ja, ist eine Straftat, dass Sie dort stehen. Ich sage, bitte was? Er sagt, ja, ist eine Straftat. Ich sage, nach welchen Paragraphen ist das denn eine Straftat? Antwortet nicht dazu. So wie auch immer, er wollte meine Personalien. Ich habe ihm alles gegeben. Ich habe ihm für den Taxifahrer so ein paar mehr Sachen. Da wollen die noch einen Personenbeförderungsschein haben. Und ich habe ihm noch meinen Konzessionsauszug gezeigt, dass ich auch wirklich das Taxi fahren darf. Habe ich ihm alles gegeben. Und dann bin ich nochmal zu ihm gegangen. Ich sage, du, ich möchte jetzt aber gerne wissen, aus welchem Grund ich jetzt eine Straftat begangen habe. Ich meine, wo ist es da eine Straftat? Ich sage, nach welchen Paragraphen? Ich sage, wenn, dann ist das höchstens eine Ordnungswidrigkeit, nichts anderes. Und dann sagt er so zu mir, so, wenn du jetzt nicht aufhörst zu reden und weiter so frech bist, dann ist es eine weitere Straftat. Ich musste lachen, ich sag, was für eine Straftat? Was habe ich denn gemacht? Ich sage, ich mache nichts, ich habe mich nur mit einem netten Kollegen kurz unterhalten, ob die Arbeit noch läuft, mehr auch nicht. Ich sage, und sie halten mich hier fest. Ich sage, da gibt es so viele andere Sachen, um die man sich kümmern kann, warum jetzt gerade mich? Ich sage, wie auch immer, hier habt ihr meine Unterlagen. Da meinte ich zu ihm, ich sage, ja, es wird auf jeden Fall eine Dienstaufsichtsbeschwerde geben. Ich sage, allein aus diesem Grund, dass sie mich hier festhalten und sagen, ich hätte irgendeine, ich meine, sie unterstellen mir etwas, was gar nicht stimmt. Sie sagen, ich hätte eine Straftat begangen. Ich sage, wie gibt es eine schöne Beschwerde? Hat er sich in sein Auto reingesetzt? Er sagt, ja, und wie schreiben eine dicke Beschwerde an die Taxibehörde? Ich sage, wollen Sie doch meinen Papa anrufen und sich da auch noch beschweren? Also ja, Sie werden auch sehen. Ich habe gewunken, ich sage, tschüss, die fahren weg. Ich nach Hause, habe eine schöne Beschwerde reingeschrieben ans Polizeipräsidium. Die aber genau das Gleiche, haben eine schöne dicke Beschwerde an die Taxibehörde reingehauen. Ich kriege ein Schreiben von der Taxibehörde, das ist richtig, richtig scheiße gewesen von den zwei Polizeibeamten. Die haben da drinnen sogar noch gelogen. Die schreiben, es war eine Taxenkontrolle. Im Rahmen einer Taxenkontrolle hätte ich andere wartende Taxen auf die aufgebracht. Dann hätte die auf die aufgehetzt quasi. Ich denke, habe ich ja gar nicht gemacht. Aber auf jeden Fall, meine Beschwerde ist ja auch ins Polizeipräsidium durchgegangen. Ich habe einen Anruf von der Leiterin deren Polizeiwache bekommen. Bin da hingegangen, sie hat mich angerufen. Und zwar folgendes, ich habe mich mit den beiden Kollegen unterhalten, unabhängig voneinander. Und die erzählen mir beide das Gleiche. Und die sagen, die hätten niemals gesagt, dass sie eine Straftat begangen hätten. Ich habe gelacht, ich sage, natürlich sagen die das nicht. Ich sage, ich meine, das wär auch doof von denen, dass sie so etwas zugeben würden. Ich sage, aber ich finde es scheiße. Sie meinte, ja, möchten sie trotzdem ein Gespräch haben? Ich sage, ja, sehr, sehr gerne. Bin ich zum Kommissariat, bin ich hingefahren, habe nach der Frau gefragt, haben wir zugesetzt, haben wir uns unterhalten. Ich sage, wissen Sie was richtig scheiße ist? Ich sage, ich habe den Kürzeren gezogen. Ich sage, weil die jetzt irgendetwas, ich sage, die haben sich was frei erfunden. Die haben gesagt, ich hätte andere wartende Taxen
im Rahmen einer Taxikontrolle auf die aufklärt, was ich aber gar nicht gemacht habe. A. Ich sage, und B, wenn ich jetzt eine Beschwerde schreibe, ich sag, und die sagen, nee, haben wir nicht gemacht. Ich sage, bei denen ist es einfach jetzt so flöten gegangen und bei mir, ich meine, ich habe den Kürzeren gezogen. Da meinte sie, ja, es tut mir leid, ich kann da leider nichts machen. Ich sage, ja, ich verstehe sie auch. Sie meinte, ich kann nur danach beurteilen oder handeln, was mir vorliegt. Und die haben beide unabhängig voneinander, haben die gleiche Geschichte erzählt. Ich sage, ja, das mag wohl sein, aber ich meine, ist halt so. Ja, Leute, ich sage, es gibt so viele coole und nette Polizisten, die kommen und sagen, hey, einfach nur so und einfach nur so eine, es gibt einfach so eine normale Verkehrskontrolle, da wollen die einen Ausweis haben, die sind auch super lieb, aber es gibt auch einige, die wollen einfach nur zeigen, wie viel Macht die haben und sagen, ja, ich kann es einfach. Deswegen seid immer gebildet, kennt euch aus in allem, was ihr tut und allem, was ihr macht, damit ihr genau nicht Opfer solcher Fälle werdet. Am Ende bin ich trotzdem Opfer solches Falls geworden, weil durch die Beschwerde habe ich natürlich, habe ich trotzdem Eintrag jetzt in meiner Akte bei der Behörde. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und es gibt weitere Stories, folgt mir auf Instagram. Euer Philipp Black.